Guten Abend und herzlich willkommen bei der Sendung Fußball. Vor dem Fußball gibt es heute aber noch eine Meldung aus dem Motorsport, denn Gerhard Berger hat nach dem Abschlusstraining für den Großen Preis von Spanien in Barcelona die Pole Position verteidigt. Er wird morgen also aus der ersten Reihe starten, neben ihm Nigel Mansell. Jetzt aber Fußball, und wenn ein Spiel in der österreichischen Meisterschaft zuletzt die Bezeichnung Schlager verdient hat, dann ist das sicherlich Salzburg gegen die Wiener Austria, denn da spielt der Zweite gegen den Ersten, der Publikumsliebling gegen den Titelverteidiger. Dieses Spiel steht natürlich auch im Mittelpunkt unserer Berichterstattung, dazu noch Rapid gegen Sturm, eine Torparade der Spiele von gestern und ein Spiel aus der zweiten Division, nämlich Sportclub gegen Stockerau, auch das ein wichtiges Spiel. In Salzburg natürlich ein volles Haus, und dieses Publikum, das ist ja ein starker Rückhalt für die Salzburger Mannschaft. Der Rückhalt bei der Wiener Austria, der sollte Franz Wohlfahrt sein, der erstmals nach seiner Knieoperation wieder im Tor stand. Und vor 17.000 Zuschauern, also ausverkauftem Haus, sicher der Druck auf Wohlfahrt sehr groß. Unter den Zuschauern auch Niki Lauda, der auf den Großen Preis von Spanien verzichtet, weil seine Kinder endlich einmal Fußball sehen wollen. Niki Lauda übrigens zum ersten Mal bei einem Fußballspiel, und er erlebt eine prächtige Atmosphäre und eine hervorragend eingestellte Mannschaft von Casino Salzburg, die in den weißen Dressen spielt und vom Anpfiffern das Spielgeschehen bestimmt. Kegelwitz allein attackiert von Flügel, und hier reklamieren die Zuschauer und auch Trainer Otto Baric Elfmeter. Aber war es auch Elfmeter? Wir werden das gleich aus unserer Spezial Torkameraperspektive sehen. Kegelwitz am Ball. Und offenbar lässt es sich hier doch ein wenig fallen. Schweres Amt auch für Schiedsrichter Forstinger. Kurz zur Taktik: Garga und Fürstaller, die Manndecker bei der Wiener Austria, angesetzt auf Ivanauskas bzw. Ogris. Dann ein böses Foul hier an Prosenik, der liegen bleibt. Schiedsrichter Forstinger lässt hier weiterspielen. Und man sieht an diesen Szenen, auch am begeisterten Publikum, sehr viele Emotionen auch in diesem Spiel. Es geht nicht nur um die Tabellenführung, es geht auch mit ums Image. Auf der linken Seite bei Casino Salzburg Reisinger, der sich sehr gut in die Mannschaft von Otto Baric einfügt. Ein Foulspiel hier wiederum von Flögel, der mit sehr viel Herz kämpft, eigentlich typisch un-Austria-mäßig, sagen wir es so. Wohlfahrt richtet seine Mannen, seine Vorderleute, und erster guter Kopfball hier von Sabitzer, der gemeinsam mit Jurcevic Sturmspitze spielt. Jurcevic wird von Schneider gedeckt und Pfeffer spielt auf Sabitzer. Fehler hier jetzt. Sabitzer nützt ihn, aber im letzten Moment geklärt vom umsichtigen Austria-Libero und Kapitän Manfred Czak. Die Wiener Austria versucht, das Tempo aus dem Spiel zu nehmen, versucht das Spiel auf diese Art zu kontrollieren, aber es unterlaufen, so wie hier Stöger, immer wieder Fehler im Mittelfeld. Wieder eine Riesenmöglichkeit hier, aber abgewunken bereits vom Linienrichter, noch bevor Jurcevic den Ball hier ins Tor schießt. Offside offenbar von Kegelwitz, denn der Ball war noch nicht über der Linie, wie man hier aus der Torkameraperspektive sieht. Bisschen benachteiligt fühlen sich hier die Salzburger Spieler von Schiedsrichter Forstinger, der aber konsequent pfeift, immer auf Ballhöhe ist und dessen Entscheidungen man in dieser Angelegenheit respektieren muss. Sehr kampfstark, aggressiv, die Salzburger laufen auch mehr, und hier ein guter Schuss von Reisinger. Genau auf Franz Wohlfahrt, der zeigt, dass er nichts an Können trotz dieser Verletzungspause verloren hat. Die Salzburger müssen ja auf Wilfurt, der verletzt ist, und Feiersinger verzichten. So spielt Leiner auf der linken Seite. Jurcevic mit sehr viel Selbstvertrauen. Und manchmal vermag die Wiener Austria, den Ball in der Abwehr nur wegzuschlagen. Auch sehr körperbetonte Zweikämpfe. Andi Ogris hat sich hier eingesetzt. Das versteht Herbert Prohaska, auch Robert Zara nicht, dass hier Foul gegeben wird. Wieder Sabitzer, der allein ist. Er bedeutet die größte Gefahr für die Wiener Austria. Mit dem rechten Bein, Reisinger schießt aber Sekalioglu an. Das hätte das 1:0 bedeuten können. Dann war Handspiel dabei. Aber schauen wir uns diese Szene noch einmal an. Gut aufgelegt für Reisinger, der sofort schießt, aber Sekalioglu trifft. Man sieht es, langsames Tempo bei der Wiener Austria. Man verlässt sich darauf, dass es ja 0:0 steht, dass man einen Punkt faktisch in der Tasche hat. Das würde
bedeuten, dass man die Tabellenführung behält, wenn man ein 0:0 über die Distanz bringt. Und der erste Schuss bezeichnenderweise von Nabeko war es erst in der 21. Minute. Heribert Weber, nach wie vor der umsichtige Libero der Salzburger. Ja, wer hat er jetzt gezogen? Nabeko, was behauptet von Leiner? Leiner umgekehrt. Peter Rustic, ein Bombenfreistoß aus gut 30 Meter, aber auch gut reagiert von Franz Wohlfahrt. Unwahrscheinlich die Schusskraft von Peter Rustic, dem offenbar sein Trainer Otto Baric neues Selbstvertrauen eingeimpft hat. Auch viel Fleiß, denn Peter Rustic läuft auch sehr viel. Prosenik, einer der stärksten Austrianer. In der Verteidigung genauso wertvoll wie in der Offensive. Aber großer Einsatz von den Salzburgern hier von Keglewitz. Noch einmal Keglewitz. Gute Flanke. Sabitzer. Guter Schuss hier, der Sturmspitzer. Mit nach vorgekommen war in dieser Situation auch Fürstaller, der ansonsten auf Ogris angesetzt ist. Nur sporadisch kann sich die Wiener Austria befreien. Ivanauskas, der viele gute Situationen durch Eigensinnigkeit verstolpert, er scheitert hier an Ilsanker. Das Publikum ist zufrieden, die Stimmung in Lehn, wie in jedem Spiel, auch gegen kleinere Gegner, ganz hervorragend. Und mit 0:0 werden die Seiten gewechselt. Beide Teams kommen unverändert. Nur die Wiener Austria spielt nun mit mehr Aggressivität. Versucht auch den Ball nur einmal zu berühren. Das war kein Foul an Jurcevic, entscheidet Schiedsrichter Forstinger. Und sofort da kommt er, der Wiener Austria, der mit neuen Energien in diese zweite Hälfte kommt. Nabeko was. Stöger. Kann hier von Scheiber nicht festgehalten werden, dem Kapitän der Salzburger. Noch immer Stöger. Wird hier gerammt vom Salzburger Kapitän. Schiedsrichter Forstinger lässt weiterspielen und Keglewitz geht hier vorbei. Sabitzer, die große Möglichkeit, aber Wohlfahrt, nein, Jurcevic, Keglewitz, und im dritten Anlauf ist der Ball im Tor der Wiener Austria. 48. Minute, das 1:0, das eigentlich in der ersten Spielhälfte fällig gewesen wäre, fällt kurz nach Seitenwechsel. Schauen wir uns die Szene noch einmal an. Sie ist irgendwie typisch für den Spielverlauf bisher. Sabitzer. Wieder gegen Flögel. Wo war der Manndecker von Sabitzer? Und im dritten Anlauf gelingt Keglewitz das 1:0. Verständlich der Jubel. Peter Rustic. Fürstaller, wieder Rustic, völlig allein, die Offside-Falle hat nicht geklappt. Guter Pass, aber alle rutschen an diesem Passball von Rustic vorbei. Keglewitz. Scheiber. Foul hier von Stöger. Ja, und attackieren, sagt Trainer Otto Baric auch zu seinen Stürmern, zu Sabitzer. Keglewitz. Wieder Sabitzer. Rustic. Und auf einmal ist Rustic frei. Verletzt sich hier bei diesem Duell mit Chuck. Der Ball kommt noch einmal zur Mitte von Jurcevic. Und erst jetzt kann sich die Wiener Austria befreien. Nachdenklich, verständlicherweise die Miene von Herbert Prohaska. Dann sehr viele Zweikämpfe. Das Spiel jetzt faktisch am Schnitt. Wer gewinnt, wer schießt vielleicht den Ausgleich aus der Sicht der Wiener. Sehr zweikampfstark Sabitzer, und Flögel hat hier etwas nachgehakt. Nun wartet mit bangem Gesicht, was Schiedsrichter Forstinger hier tun wird. Rot oder Gelb. Dann bekommt auch Ivanauskas die gelbe Karte und die große Möglichkeit auf das 2:0 vergibt hier Sabitzer nach diesem Freistoß von der linken Seite. Peter Rustic hat sich verletzt und Hermann Stadler bekommt hier letzte Anweisungen von Otto Baric, und auch Herbert Prohaska wechselt. Er schickt Kern und Hasenhüttl statt Flögel und Nabekovas in der 64. Minute ins Spiel, und das Spiel der Wiener Austria läuft nun flüssiger. Viel mehr Druck und der erste gute Kopfball hier von Hasenhüttl nach Vorarbeit von Peter Stöger, der sich hier leicht verletzt hat. Angeschlagen ist, weiterspielen kann, aber nicht versteht, dass man eine der großen Möglichkeiten in der zweiten Hälfte bisher nicht nützen kann.
Chuck schaltet sich immer mehr in die Angriffe der Wiener Austria ein. Und jetzt kommen auch eher gute Bälle für Andi Ogris, der bis jetzt gut bewacht war. Von Fürstaller ein guter Kopfball hier von Ivan Auskas. Gaga ist ja nicht an seinen Mann gekommen, aber die Wiener Austria bringt den Ball nicht im Tor von Ilsanker unter. Obwohl sie jetzt gut spielt, so wie man es in der ersten Hälfte erwartet hat. Da ist sogar Wohlfahrt mit heraus. Man drängt jetzt auf den Ausgleich und die Salzburger befördern den Ball nur irgendwie weg aus den eigenen Reihen. Es hat viele harte Zweikämpfe gegeben. Gelbe Karten für Fürstaller und Stadler. Wie gesagt auch für Flögel und Ivan Auskas. Die Schlussminuten sind schon angebrochen. 91. 92. Minute. Es bleibt aber in einem Tumult beim 1:0 für die Salzburger. Ja, wir haben eine Stunde wirklich einen guten Fußball gespielt. Die Austria hat dann umgestellt. Und ich glaube, es ist nur zu normal, dass man auch gegen die Austria, gegen den Tabellenführer bis vor diesem Spiel zeitweise unter Druck kommen kann und unter Druck kommt. Die Umstellungen haben uns sicherlich etwas durcheinander gebracht, aber das ist sicherlich das neue Gesicht der Austria. Die versteht es jetzt auch zu kämpfen und das haben sie zweite Halbzeit gut gemacht und wir haben mit Routine das Spiel eigentlich über die Runden gebracht. Salzburg.